Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pac-Man 2. Hier ist wieder Mandingo, eure Rosenblüte, euer Stolz des Morgens. Und die Geister haben die Macht übernommen über die ganze Stadt. Und hier die Nachrichten vom Tage. Geister sind in die Stadt eingefallen und ärgern die Bewohner. Augenzeugen berichteten, wie die Geister bereits weichgekaute Kaugummis aus den Mündern der Bewohner geklaut haben. Solche Arschlöcher. Sie klauen Kaugummis? In der Stadt herrscht der Ausnahmezustand. Kaugummi-kauende Geister wurden zuletzt in der großen Fabrik gesichtet. Da, wo Pac-Man vorher war. Und das kann... Ich habe gerade ein fieses Haar im Mund gehabt. Pac-Man, jetzt werde ich mich rächen. Bald wird mein Kaugummi-Monster auferstehen und dann bist du derjenige, der vernascht wird. Sagt die Hexe Tura. Oh nein, ich muss die böse Hexe aufhalten. Da mutiere ich auch gerne mal zu mega, super, ultra stark Monster Pac-Man. Okay, lass uns der Hexe mal in den Arsch treten. Das ist unsere letzte Mission, glaube ich. Dieses mega riesen Kaugummi-Monster umzubringen. Und dazu müssen wir Pac-Man wieder in die Stadt lotsen. Und der ist gerade so erregt, dass er gar nichts mitkriegt, außer das, worauf er sich gerade besinnt. Okay, die Kuh, die muss er sich auch nochmal vorher angucken. Dann freut er sich. Ja, ich habe eine Kuh gesehen. Geil, mir geht's wieder super. Ich meine, wer freut sich nicht, wenn er mal eine Kuh sieht? Hä? Dann geh mal schön weiter. Vorbei an dem Huhn. Huhn ist gefährlich, das weißt du doch. Geh da weiter. Jodel! Willkommen in der... Ja, noch nicht. Noch sind wir ja nicht in der Stadt, aber... Wir sind auf dem besten Wege dorthin. Und hier ein Milchschild, die Katze, der Hotdog-Stand und die Kopfschmerzen. Sie kommen hier immer wieder. Meine Kopfschmerzen kommen übrigens auch immer wieder. Sie gehen gar nicht weg. Und Pac-Man will gar keinen Hotdog haben. Er ist da viel zu traurig. Dazu ist er viel zu traurig. Er möchte jetzt erstmal zur Station und dann in die Stadt fahren. Ja, das überspringen wir jetzt. Das kennen wir ja schon. Station Street. So, ab nach links. Nach links, du Eierkopf. Wie oft muss ich noch sagen links? Jetzt lauf nach links, lauf schon. Oder du kriegst es nochmal mit meiner Zwille zu tun. Hier ist ja die Old Factory. Da stand gerade eben dieser komische blaue Mann mit der Gitarre, den wir kaputt gehauen haben. Hier der Cola-Automat. Dann der Mülleimer. Und hier die Blumentöpfe, die Pac-Man auf den Kopf fallen können. Aber diesmal weicht er geschickt aus. Dann der weinende Typ. Und dann, oh, die drei Geister. Das sind nur zwei Geister. Du kriegst das gar nicht mit, wa? Vollidiot. Der ist so sauer, der kriegt gar nicht mit, dass da Geister gerade um ihn rumstehen. Aber zumindest kann er sich noch in Super Pac-Man verwandeln, sodass er den Geistern mal gehörig in den Arsch treten kann. Jawolski, hier der Erste. Oh Gott. Jawohl, und der Zweite. Das lief aber jetzt nicht so, wie ich mir gewünscht hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mir noch eine ID-Card schnappen kann, weil wir nämlich drei ID-Cards brauchen, um zum Endgegner zu gelangen. Aber... Das sei mal dahingestellt. Okay, jetzt wird er wieder sauer. Er wird wieder sauer. Aber nicht so sauer, dass es ihn aufregen könnte, was da passiert gerade. Gut. Nein, du willst hier nicht hin. Du willst weiter. Du willst keinen Kuchen essen. Du willst da rein. Und diesmal verarsche ich dich nicht. Versprochen. Okay, jetzt ist er da drin. Gut.
gut. Und was kann er jetzt hier machen? Jetzt kann er trommeln. Und Klavier spielen. Kann ich die Tante auch irgendwie sauer machen? Hier geht ja alles kaputt. Okay. Ich verstehe jetzt den Sinn und Zweck dieses Ladens noch nicht so ganz, aber... Ich weiß definitiv, dass ich noch zwei Sachen hier vorhabe. Erstens, ich werde versuchen, zwei Einbrecher zu triggern, die hier auch noch irgendwo rumlaufen. Und zweitens, ich werde versuchen, noch eine ID-Card aufzutreiben, sodass ich zum Endgegner gehen kann. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Sicherheits-Safe-State, der mir dann dabei helfen soll, hinterher die Einbrecher aufzutreiben. Jetzt hat Pac-Man schon wieder seinen Luftballon. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die herkamen. Oh, du hast deinen Ballon verloren, du armer Kerl. Ja, da sind wir so sauer, dass wir wieder gegen den Einkaufswagen treten und einen Hotdog bekommen. Klasse. Jetzt ist es schon. Ist es schon. Ist es auf. Und runter mit dir. Vielleicht kriege ich jetzt von diesem Pfannengeist, ihr wisst genau, über wen ich da gerade rede, vielleicht kriege ich von dem gerade dann schön noch eine ID-Card. Okay, das Closed-Schild habe ich runtergeschmissen. Jetzt guck mal nach links, pass auf. Das ist immer noch kaputt. Ja, da kannst du mal richtig sauer werden. Na, du bist noch nicht sauer genug, Pac-Man. Guck mal, es geht schon wieder kaputt und jetzt bist du sogar nass gemacht. Ja, so ein Scheiß, das Ding ist wieder kaputt. Was? Er guckt es sich gar nicht an, er läuft einfach still und stumm daran vorbei. Nur zurück. Ich will in die Kanalisation rein. Da kannst du sagen, was du willst, Pac-Man. Ich gehe da jetzt rein, und zwar mit dir. Oh, das Wasserding ist schon wieder an. Tritt mal dagegen. Vielleicht hilft das ja. Oder es tut nur weh. Das kann auch sein. Ja, so will ich das haben. Öffne mal den Kanalisation. So, dann gehst du erstmal hier rüber. Und irgendwo waren doch hier zwei Einbrecher, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwo waren die. Die kamen bestimmt nicht aus diesem kleinen Loch hier raus. Und diese Geistertonne, die hier rumsteht, ist einfach nur Spielerei. Die bringt nichts. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie man die Einbrecher triggert, was man da vorher machen muss. Irgendwas muss man da machen. Irgendwas ist da vorher zu erledigen und ich weiß nicht mehr was. Ich werde es mir wahrscheinlich nochmal in einem Guide angucken und alles dann im nächsten Part erledigen. Dadurch kommen wir nämlich hier links in so eine Höhle rein. Und da bin ich ganz ehrlich, das habe ich auch noch nie gemacht. Solange ich dieses Spiel habe, habe ich es noch nie gemacht, diese Einbrecher wirklich zu verfolgen. Da sollst du rein. Ja, da sollst du rein. Du sollst da rein. Geh da hin. Dann mache ich dich jetzt eben... Dann gibst du jetzt eben Drogen, damit du wieder happy bist. Und dann mache ich dich sauer und dann rennst du da bestimmt wieder rein. So wie ich dich kenne, du Vollidiot. Dann flieg mal ein bisschen nach links und rechts. Oh Mann, ist das langweilig. Ein Pac-Man, der nach links und rechts fliegt. Wie klasse. Okay, das ist jetzt bestimmt ein bisschen interessanter für dich. Ja, er geht da jetzt schon anders mit um. Ja, jetzt geht er da rein. Ja, das wollte ich. Jetzt gehen wir nach links. Genau.
Und vielleicht findest du ja irgendwas, was dich interessiert. Oder du findest nur den Tod, das kann natürlich auch sein. Ja, das sind die Einbrecher. Die Einbrecher, die wollte ich. Oh, Pac-Man, da wurdest du leider gebasht. Du wurdest leider gebasht, tut mir leid. Von zwei heftigen Einbrechern. Aber da kannst du ja gleich mal hinterherlaufen. Los, lauf. Lauf hinterher. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Einbrecher schon mal verfolgt. Aber ich habe es nie geschafft, sie bis zum Ende zu kriegen. Ich weiß nämlich, dass die Einbrecher jetzt hier hinter sind. Aber da will er irgendwie nicht hin. Okay. Alles klar. Wie kriege ich jetzt raus, wo die Einbrecher sind? Vielleicht lasse ich ihn einfach nochmal nach oben laufen. Oh Mann, du siehst doch die Leiter. Junge, so blöd bist du doch nicht. Scheiße, hier will ich nicht lang, das ist mir zu gefährlich. Ja, dann gehst du hier eben nicht lang. Ah, eine Leiter. Mal gucken, wo ich hinkomme, wenn ich die Leiter hochlaufe. Lass mich doch einfach die Leiter... Bong. Aua. Habe ich eigentlich gerade am Anfang die Leiter mal abgeschossen, um zu gucken, ob da was passiert? Wenn nein, dann versuche ich das jetzt einfach mal. Komm schon, Pac-Man. Es passiert rein gar nichts. Entweder hat er das nicht gehört oder er ist einfach nur dumm. Und so einer soll jetzt gleich den Endgegner besiegen? So ein Vollhorst? Hä? Ich sehe da nichts. Ach ja, Pac-Man. Manchmal räubst du mir doch den letzten Nerv. Ja, genau. Versuch nur mal die Leiter. Vielleicht kriegst du gleich wieder einen Apfel auf den Kopf. Boing. Es ist so langweilig geworden. Es passiert immer wieder das Gleiche. Da, 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 da. Und hier ist wieder noch eine Cola-Dose. Da kannst du dich gleich erstmal auf den Bart legen. Natürlich nagt das ein bisschen an deiner Motivation, das gebe ich zu. Aber du sollst erstmal gucken, was passiert, wenn du da oben rauf gehst. Ja, da sollst du rauf. Ja, ich hätte an deiner Stelle wahrscheinlich auch Angst davor, in dieses Monsterlabor reinzulaufen, aber wie das nun manchmal so im Leben ist, du steckst halt nicht drin. Lauf schneller hoch. Gut, hier sind wir wieder. Und hinten an der Wand sehen wir die globale Auswirkung der Wirtschaft von Saudi-Arabien in den letzten 20 Jahren. Und da sehen wir sie nochmal. Du Vollidiot. Du grenzenloser Vollidiot. Du bist so ein Vollidiot, Pac-Man. Du bist einfach nur ein Vollidiot. Ich verstehe auch gar nicht, welches andere Wort mir dafür einfallen könnte. Aber jetzt kriegst du erstmal ein paar Geister vorgesetzt, die du alle drei umbringen darfst. Oh, und dass der dann nicht einfach auf dieses Seil drauf geht. Nein, dann hätte ich das Seil wieder abschießen müssen, glaube ich. Oh Gott. Schon wieder keine ID-Karte. Da fehlt mir dann wohl am Ende eine. Das ist belastend. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt hier weiter. Tada!